Um was geht es bei der Taufe und warum haben manche Taufbecken dann sechs oder acht Ecken? Hallo allerseits. Ich bin Heinrich. Und ich bin Pater Johannes. Willkommen bei Hermit and Hog Via Alpina Sacra Edition. Okay, die ersten Schritte sind gemacht. Es geht ans andere Ende der Alpen. Hier ist noch nicht viel von den Bergen zu sehen. Die erste Etappe, wie ihr seht, war zunächst noch ziemlich flach, mit vielen Mücken. Das erste Ziel war Grado. Dort gibt es ein paar schöne Kirchen. Es gibt zum Beispiel den Wallfahrtsort auf der Isola Barbana, draußen in der Lagune. Viele Votivbilder von Menschen, die aus ihrer Not auf See gerettet wurden. In der Stadt selbst gibt es ein paar sehr alte Kirchen und natürlich die Basilika aus dem 4. Jahrhundert, umgebaut im 6. Jahrhundert, als der Patriarch von Aquileia hier Zuflucht vor den Langobarden genommen hat. Auch da gab es wieder Mosaike, aber das Interessanteste in dieser Kirche fand ich persönlich die Kanzel im mauischen Stil. Ich weiß leider nicht viel darüber, aber von der Form ist sie einfach ungewöhnlich. Das, was ich aber hervorheben möchte, ist das Baptisterium. Die an die Kirche angebaute Taufkapelle. Ja. So etwas gab es bei vielen wichtigen alten christlichen Kirchen. Man denke zum Beispiel an die Baptisterien vom Lateran, von Ravenna, Florenz oder Pisa. Im Vergleich dazu ist die Taufkapelle von Grado natürlich etwas bescheiden, aber sie hat, wie die meisten von diesen Gebäuden, acht Ecken. Das ist nicht ungewöhnlich. Das Ungewöhnliche ist, dass wenn man reinkommt, das Taufbecken im Inneren ein Hexagon, also ein Sechseck ist. Wie unsymmetrisch, wer hat denn da gepfuscht? Also ich nehme mal stark an, dass das Ganze mit Absicht geschah. Das Gleiche gibt es übrigens auch in Aquileia zu sehen. Und wenn man darüber nachdenkt, dann passt es theologisch. Die Taufe ist was? Eine Waschung. Ja, irgendwie passt das Bild der Reinigung natürlich. Die Sünden werden getilgt, abgewaschen. Aber die eigentliche Taufgeste ist in ihrer Intention noch viel, viel dramatischer. Es ist nicht einfach eine Waschung. In der Taufe geht es um Tod und Auferstehung. Das christliche Leben, das in der Taufe beginnt, bedeutet, mit Christus zu sterben und begraben zu werden, also tot zu sein für die Sünde, und in Christus zu einem neuen Leben in der Gnade zu erstehen. Der Mensch stirbt also gleichsam in der Taufe, er taucht im Wasser unter und er wird neu geboren, er taucht aus dem Wasser wieder auf. Das ist eine Neugeburt, der Mensch wird zu einer neuen Schöpfung. Symbolisch. Nicht nur symbolisch. Durch die Gnade im Sakrament geschieht dies auch wirklich in unserem Herzen. Es beginnt unser Leben neu in Christus. Und es ist unsere Aufgabe, dass dieses neue Leben der Gnade sich in unserem Herzen auch entfalten und in uns wachsen kann. Okay, aber was hat das jetzt mit den Zahlen zu tun? Gut, die Auferstehung Jesu geschieht am Sonntag. Das ist in der jüdischen Ordnung der Wochentage der erste Tag der Woche. Ah, oder der achte Tag, wenn man die Woche davor hinzuzählt. Exakt. Der achte Tag vollendet das, was vorher war und führt in eine neue Zeit, in eine neue Schöpfung. Die Zeit des alten Bundes, der ersten Woche, wird hinübergeführt in einen neuen Bund, in eine neue Zeit. Das ist also die Erklärung der Acht. Sie steht für die Auferstehung. Die Zahl 6 hingegen steht oft für die menschliche Schwäche und für Unvollkommenheit.
Der sechste Tag ist der Tag der Schöpfung, an dem der erste Mensch geschaffen wurde. Dieser Mensch, der sich von Gott abgekehrt hat, der gesündigt hat, der die Freundschaft mit Gott verliert. Die Zahl 6 steht damit also für den alten, verlorenen Menschen. Und es ist genau dieser alte Mensch, der in den Wassern der Taufe begraben wird und zum neuen Menschen in Christus auferweckt wird. Macht Sinn. In Aquileia geht die Symbolik sogar noch weiter. Da führen 3 Stufen in das Taufbecken hinunter. Die stehen dann für die 3 Tage, die Christus im Grab gewesen ist. Symbole, Symbole. Ich finde das schön, oder nicht? Da steckt was dahinter, das hat Tiefe. So etwas ist sicher nicht notwendig, aber es ist schön. So wie man sagen kann, ich hunger. Oder, o reizende Maroni, du himmlische Frucht, Trost und Labsal, steig hernieder von den Ästen und fülle mit deiner Süße meinen Gaumen. So ungefähr. Beides sagt dasselbe, aber in einem steckt auf jeden Fall mehr Leidenschaft drinnen. Aber da sind wir schon wieder bei den Maroni. Mir ist einfach wichtig zu sagen, ich glaube, viele Christen sind sich der einschneidenden Bedeutung der Taufe nicht bewusst. Das ist nicht einfach eine Willkommensfeier für Kleinkinder. Das ist der Beginn eines neuen Lebens in der Gnade. Ein Leben, das wachsen soll und muss. Die Taufe ist etwas Großartiges. Sie ist die Neugeburt des Menschen. Wir müssen bewusster und mehr aus der Taufe und aus der Taufgnade leben. Hast du irgendwelche Tipps dazu? Nun, das Erste, sucht nach eurem Taufschein und findet den Tag heraus, an dem ihr getauft worden seid. Dann markiert diesen Tag dick im Kalender, denn dieser Tag ist eigentlich fast noch wichtiger als euer Geburtstag. Kuchen für alle! Genau. Und jedes Mal, wenn ihr zu einem Weihwasserbecken geht und ein Kreuz macht, ob zu Hause oder beim Betreten einer Kirche, dann erinnert euch an die Taufe und das Leben, das in den Wassern der Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in euch begonnen hat. In diesem Sinn, fröhlich sein, Gutes tun und das Wildschwein pfeifen lassen.